Servus Leute, Riz am Start mit einem neuen Call of Duty Warzone Video für euch. Und zwar gab es gestern wieder mal einen Nerf für die AUG und die FFI. Und ihr seht hier gleich im Screen den Tweet oder die Patch Notes von dem Nerf. Wie ihr sehen könnt, wurde die ZV-Geschwindigkeit bei der FFI genervt und der Rückstoß bei der AUG erhöht. Ob das natürlich jetzt so viel bringt, das sei mal dahingestellt, aber lassen wir mal so. Und schauen wir uns aber nun an, was das mit unserer Meta-Klasse macht. Schauen wir uns als erster die FFI an. Ihr seht im Hintergrund noch ein paar Clips, wo ihr natürlich sehen könnt, dass die FFI noch immer ein Biest ist und ihr müsst nur ein oder zwei Aufsätze ändern und ihr könnt sie wieder ganz normal spielen. Für die Mündung ganz normal den Agency Schalldämpfer, für den Lauf den 19,5 Sonderkommando Lauf, das ist immer noch der beste, und für die Munition das 50 Schuss Standardmagazin, für den Griff diesmal die Schlangenumwicklung und für den Schaft den Plündererschaft. Es ist nämlich so, wenn ihr den Feldagentengriff nehmen würdet, dann würde zwar der Rückstoß runtergehen, aber ihr braucht sehr, sehr lang, bis ihr reingezielt habt. Deshalb den Feldagenten raus und dafür Schlangenumwicklung. Wenn euch der Rückstoß zu groß ist, könnt ihr auch statt dem Sonderkommandogriff einfach den schwer verstärkt nehmen. Hier habt ihr dann weniger Rückstoß, aber eure Mobilität sinkt dafür sehr, sehr stark. Hier ist also der Bild, den ich euch empfehlen würde, wo ihr jetzt ein bisschen mehr Rückstoß habt, aber die Waffe noch immer ein Biest ist. Für die AUG gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Hier sollte man das ganz normale Loadout verwenden, die wurde aber genervt, wie gesagt. Und durch diesen Nerf spiele ich eigentlich die AUG nicht mehr, sondern ich hau mir wieder die gute alte AMX rein. Hier nochmal das kurze Klassen-Setup am Bild, falls ihr das wirklich spielen wollt. Eine Konsistenz, gute Waffe. Wobei natürlich die AUG jetzt um einige Plätze runterrutscht durch diesen Rückstoß und dadurch nicht mehr so leicht zu kontrollieren ist und deshalb vielleicht nicht mehr die Top-Meta-Waffe ist. Das sehen wir aber in den nächsten Tagen. So, das war's wieder mit dem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für weitere Warzone-Videos. Und was haltet ihr von den Änderungen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Bis dann. Peace.